Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 5 der germanischen Mythologie. Und in dieser Folge geht es um Thors Reise zu Utgard-Loki, auf der Thor und seine Begleiter Loki, Thialfi und Röskva auf ungewöhnliche Weise herausgefordert werden. Thor ist besonders in den Mythen der Nordgermanen sehr beliebt. Er wurde nicht nur als Gott besonders verehrt, sondern viele Geschichten und Sagen über ihn hatten definitiv auch einen großen Unterhaltungscharakter, in denen Thor ebenso wie heute einen großen Helden darstellt. Die Reise zu Utgard-Loki ist allerdings eine der wenigen Geschichten, in denen der sonst so mächtige Thor besiegt wird. Die Reise zu Utgard-Loki ist in drei Teile aufgeteilt. Zu Anfang sind Thor und Loki allein unterwegs auf einer weiteren der vielen Abenteuerfahrten von Thor. Loki und Utgard-Loki haben im Übrigen trotz ihres gleichen Namens keine Verbindung zueinander und sollten nicht miteinander verwechselt werden. Allerdings ist der Riese Utgard-Loki eine eher gerissene Figur, die sich Magie und Illusionen zunutze macht. Dies könnte der Grund sein, warum er eben als Loki der Außenwelt Utgard bezeichnet wird. Zunächst aber sind eben Loki und Thor auf Reisen und am Abend kehren die beiden Götter bei einer Bauernfamilie ein. Diese einfachen Bauern konnten natürlich einen Gott wie Thor, der ganze Fässer leer trinken und Ochsen verschlingen konnte, nicht wirklich versorgen. So war Thor gezwungen, seine beiden Böcke, die normalerweise seinen Wagen ziehen, zu schlachten, damit sie diese essen konnten. Auch den Bauern, seine Frau und seine beiden Kinder, Thialfi und Röskva, lud Thor zum Essen ein. Vor dem Kochen hatte er beide Ziegen gehäutet und er sagte den Bauern, dass sie alle Knochen der Ziegen säuberlich in die Felle legen sollten, sobald sie gegessen hatten. Hier zeigt sich eine erstaunliche Fähigkeit von Thor und seinen Ziegen. Denn wenn alle Knochen wieder im Fell der Tiere waren, konnte Thor sie am nächsten Morgen mit seinem Hammer weihen und damit wieder zum Leben erwecken. So brachte er die Ziegen wieder gesund und munter zurück, obwohl sie am Abend zuvor gegessen worden waren. Nun hatte aber Thialfi, der Sohn des Bauern, einen der Knochen aufgebrochen, um das Mark darin zu essen, weshalb nun eine der beiden Ziegen ein gebrochenes Bein hatte. Anscheinend konnte Thor sie zwar wiederbeleben, aber gebrochene Knochen nicht wieder heilen. Und es ist unklar, ob die Wiederbelebung eine Kraft der Ziegen oder von Thor selbst ist. Dem Bauern aber war klar, dass sein Sohn gerade Thors Ziege verletzt hatte und nun fürchtete er die Rache des Asen. Er bot ihm alles an, sogar seine Kinder, um den Schaden wieder gut zu machen. Als Thor aber sah, wie sehr sie ihn fürchteten, beruhigte er sich wieder. Aber dennoch nahm er Thialfi und Röskva mit sich, damit diese Gefolgsleute und Diener der Asen werden konnten. Was im Vergleich zum Leben als arme Bauern durchaus als ein Gewinn gesehen werden konnte. Damit begleiteten auch die beiden Bauernkinder Thialfi und Röskva Thor und Loki auf ihrer weiteren Reise nach Jötunheim, die sie nun aber zu Fuß fortsetzen mussten. Als sie durch die Berge wanderten und es dunkel wurde, suchten sie in einer Höhle Schutz und schliefen dort für die Nacht. Als sie am nächsten Morgen aber erwachten, fanden sie in der Nähe im Wald einen gewaltigen Riesen schlafen, der größer war als alle, die Thor bisher gesehen hatte. Dieser stellte sich als Grimir vor und es stellte sich heraus, dass die Höhle, in der sie geschlafen hatten, der Handschuh des Riesen war. Dieser stellte sich aber auch als recht freundlich heraus und bot den Reisenden an, ihre Sachen zu tragen und eine Weile mit ihnen zu wandern. Thor willigte ein und so schnürte Grimir auch ihre Sachen in seinen Beutel und trug ihn für sie. Am nächsten Abend legte sich der Riese dann wieder schlafen und Thor wollte sein Essen aus dem Beutel nehmen, stellte aber fest, dass er trotz all seiner großen Kraft den Knoten daran nicht lösen konnte. Thor glaubte, dass der Riese ihn hintergehen wollte und wurde wütend und schlug dem schlafenden Skrimir mit Mjölnir auf den Kopf. Der aber wurde davon überraschenderweise nicht getötet, sondern wachte nur auf und fragte, ob ihm wohl ein Blatt auf den Kopf gefallen sei. Und dann löste er den Knoten an seinem Beutel ganz leicht und aß mit den anderen zu Abend. In der Nacht aber schnarchte der gewaltige Skrimir dann so laut, dass keiner der anderen Schlaf finden konnte, was Thor erneut wütend machte und er entschied sich, dem Schnarchen ein Ende zu bereiten. Zwei weitere Male schlug Thor dem Riesen auf den Kopf, doch wieder wachte Skrimir davon nur auf, ohne den Schlag wirklich gespürt zu haben. Und bevor er sich dann am nächsten Morgen von Thor, Loki und den Bauernkindern verabschiedete, berichtete er ihnen, dass er aus der Burg von Utgard-Loki stammte, wo es Riesen gab, die noch größer und gewaltiger seien als er und noch viel mächtiger und mit denen sich Thor am besten nicht anlegen sollte. Eine Warnung, die bei Thor natürlich genau dazu führte, dass er eben das tun wollte. Und tatsächlich kamen sie bald zur Burg von Utgard-Loki, die ebenso wie die Riesen darin von unglaublicher Größe war. In der Burg wurden sie dann von Utgard-Loki empfangen, der ihnen aber sagte, dass nur die mächtigsten und besten an seinem Hof sein durften
und dass sich jeder, der hier sein wollte, in mindestens einer Sache als der Beste beweisen musste. Als erstes nahm Loki die Herausforderung von Utgard-Loki an und gab das Talent vor, dass niemand schneller essen konnte als er. Um dies zu testen, musste Loki dann gegen einen der Riesen, der Logi genannt wurde, im Wettessen antreten. Es wurde ein großer Trog mit Essen gefüllt und beide setzten sich je an ein Ende. Wer zuerst die Mitte des Troges erreichen sollte, wäre der Sieger. Tatsächlich konnte Loki das Essen sehr schnell verschlingen und hielt mit Logi mit und sie erreichten die Mitte des Troges zugleich. Da aber sah Loki, dass sein Gegner nicht nur alles Fleisch, sondern auch die Knochen und den ganzen Trog gleich mit dazu aufgefressen hatte, womit der Riese Logi der Sieger war. Als nächstes wandte sich Utgard-Loki an Thialfi, was dieser denn zu bieten hätte. Der Bauernjunge sagte, dass er ein sehr schneller Läufer sei und so wurde ein Wettlauf zu seiner Aufgabe, wobei er gegen den Riesen Hugi antreten musste. 3 Runden liefen die beiden und jedes Mal gewann Hugi. Er war so schnell, dass Thialfi nicht einmal annähernd an ihn herankommen konnte. So wurde auch Thors neuer Diener besiegt. Damit blieb nur noch Thor, denn Röskva forderte der Riese nicht heraus und sie musste offenbar keine Aufgabe bewältigen, um in Utgard-Lokis Burg sein zu dürfen. Thor wählte passenderweise ein Wetttrinken als seine Aufgabe und so gab ihm Utgard-Loki ein großes Horn und sagte, dass er es in einem Zug leeren sollte und dass es an seinem Hof keinen gäbe, der so schwach wäre, dass er 3 Züge für das Horn bräuchte. So trank Thor aus dem Horn, doch auch nach dem 2. und dem 3. Zug war das Horn noch immer fast voll. Damit hatte auch Thor verloren, doch der starke Ase wollte seine Niederlage nicht hinnehmen und forderte ein 2. Spiel, an dem er sich versuchen könnte. So gab ihm Utgard-Loki eine 2. Aufgabe. Thor sollte die Katze des Riesen aufheben. Eine fast schon beleidigende Aufgabe für Thor, aber dennoch versuchte er sich daran und es zeigte sich, dass es nicht so einfach war, wie es schien. Als er die Katze griff, krümmte diese den Rücken immer weiter und weiter und am Ende schaffte Thor es nur, eine einzige Pfote der Katze vom Boden zu bringen. Er hatte ein 2. Mal verloren, aber noch immer gab Thor sich nicht geschlagen und als er von den Riesen für sein Versagen verspottet wurde, packte ihn der Zorn. In seiner Wut forderte er nun einen Kampf und Utgard-Loki willigte ein. Aber nicht gegen ihn selbst oder einen seiner Krieger durfte Thor kämpfen. Stattdessen brachte Utgard-Loki eine alte Frau, die gegen Thor antreten sollte, die alte Eli. Diese Aufgabe schien Thor, dem größten Krieger der Asen, eine noch größere Beleidigung zu sein. Und so griff er die alte Frau mit aller Wut und Kraft an und wurde von dieser prompt besiegt. Egal wie sehr Thor gegen sie ankämpfte, sie warf ihn zu Boden und bezwang den mächtigen Thor. So hatte Thor ein 3. Mal versagt und nachdem er nun von einer alten Frau zu Boden geworfen worden war, gab er sich geschlagen. Da es inzwischen aber fast dunkel geworden war, erlaubte ihn Utgard-Loki dennoch, Gäste in seiner Burg zu sein und dort zu essen und zu schlafen. Auch am nächsten Morgen bewirtete sie der Riese und begleitete sie dann zum Tor hinaus. Und da fragte Utgard-Loki, ob Thor denn mit seiner Abenteuerfahrt zufrieden sei. Das war natürlich nicht der Fall. Immerhin hatte der mächtige Thor ja in jeder Herausforderung versagt und verloren. Und da zeigte ihm Utgard-Loki die Wahrheit. Er war nämlich ein mächtiger Zauberer und hatte Thor und seine Gefährten mit Illusionen getäuscht und ihnen so unlösbare Aufgaben gegeben. Auch war er es gewesen, der ihnen als Grimir in den Bergen begegnet war. Und als Thor nach seinem Kopf geschlagen hatte, hatte er den Hammer stattdessen die Berge treffen lassen, wodurch Thor gewaltige Täler in die Berge geschlagen hatte. Auch bei den Spielen in Utgard-Lokis Burg war es ähnlich gewesen. Lokis Gegner Logi war so eigentlich ein wildes Feuer gewesen, das natürlich alles, auch Knochen und Trog, hatte verschlingen können. Und Thialfis Gegner Hugi waren eigentlich die Gedanken des Riesen gewesen und niemand kann so schnell laufen, dass man einen Gedanken überholen würde. Das Horn, aus dem Thor getrunken hatte, war mit dem Meer verbunden gewesen, sodass er es natürlich nicht hatte leeren können. Und die Katze war eigentlich die gewaltige Weltenschlange Jörmungand gewesen. Und schließlich war die alte Frau, gegen die Thor gekämpft hatte, das Altern an sich gewesen, gegen das niemand erfolgreich gewinnen kann. Und gegen das ja selbst die mächtigen Götter nur dank Iduns Macht ankommen können. Utgard-Loki hatte Thor und seine Gefährten so in die Irre geführt und sich mit ihnen einen Spaß erlaubt. Doch Thors Macht hatte ihn dennoch beeindruckt. Als er aus dem Horn getrunken hatte, hatte Thor den Meeresspiegel der gesamten Welt um mehrere Meter gesenkt und damit Ebbe und Flut erschaffen. Und trotz der Größe von Jörmungand, der die ganze Welt umspannt,
hatte Thor einen Teil davon heben können. Und im Kampf gegen das Alter hatte Thor ebenfalls mehr Kraft bewiesen als sonst irgendjemand anders. All das hatte Utgard-Loki große Angst gemacht und er sagte zu Thor, dass es ihm lieber sei, wenn sie sich nie mehr begegnen würden, woraufhin Utgard-Loki samt seiner Burg verschwand. Und so ließ er Thor durch und durch frustriert und erniedrigt zurück, was wohl für den anderen Loki durchaus unterhaltsam gewesen sein musste. Diese Geschichte von Thors Reise zu Utgard-Loki ist nun recht stark durch Snorri beeinflusst und weist märchenhafte Elemente auf. Doch andere Teile der Geschichte tauchen auch schon in älteren Sagen auf und es zeigt sich, dass vielleicht auch schon die früheren Germanen durchaus Gefallen an Thors Abenteuern hatten und es auch einmal gern vom Skalden am Feuer hörten, wie Thor vom Zauberriesen Utgard-Loki ausgetrickst worden war. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage danke an meine Patreons und tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei der germanischen Mythologie.